Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Zelda Twilight Princess HD Part. Ja, beim letzten Mal haben wir dieses seltsame Wesen da oben kennengelernt. Diesen Troll oder was auch immer das sein mag. Ein Licht. Und die ist einfach hier durchgeflogen und wir sollten uns einen neuen Weg suchen. Und den haben wir auch gleich gefunden, diesen Tunnel ja nämlich. Und dann folgen wir auch gleich mal. Oh, da gibt es Stuff. Ekelhaft. Köpfe. Oh, lauschen. Ihr Göttin in Highwood, ich bin nur ein einfacher Soldat, der niemand Böses will. Bitte errettet mich von dieser schwarzen, von diesen schwarzen Monstern. Oh, kann ich spielen. Ja, die Dorfbewohner scheinen hier ziemlich Angst zu haben. Kann ich auch verstehen. Ich meine, sind ja in der Schattenwelt. Nehme ich an, dass es zumindest die Schattenwelt ist. Und das ist auch ziemlich gruselig und düster, diese seltsamen Wesen. Kann ich voll verstehen. Manchmal führen Umwege eben auch ans Ziel. Ja, klar. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Du willst da raus, oder? Also gut, Abmarsch! Keine Ahnung, wo wir sind. Okay. So, jetzt wahrscheinlich da ganz hoch. Na gut, Treppe hoch. Okay, hier können wir glaube ich nicht drüber. Gucken wir mal hier unten, ob es da irgendeinen Weg gibt. Ein böses Etwas. So. Wir könnten vielleicht mit einer hier hoch oder so. Hier hoch? Nee. So, erstmal jetzt sowieso schwingen. Mist. Oh Mann, was sollte das denn werden? Ja, abgebrochen und so. Es ist doch nicht so schwer. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit Zell L ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Okay. Ah, okay. Nice. So, ich soll bloß nicht runterfallen. Ah, okay. Da möchte ich jetzt nicht drüber laufen, leider falle ich runter. Ich kenne mich doch. Oh Gott, ich bin weg. Oh Gott, muss ich da wirklich drüber laufen? Es ist dein Kackernst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das klingt doch ganz gut. Ah, sehr gut geschafft. Oh, wir sind oben. Diesen Fledermäuse oder was auch immer das ist. Geh weg. Was? Weggebasht, ist da noch eins? Nein. Ja. So. Weggesmashed. So. Mach die Kiste hier kaputt. Ein Herz brauchen wir zwar nicht, aber wir sammeln es trotzdem mal ein. Machen wir Gespür an, ob es denn irgendwas Cooles gibt. Nö. Nö. Können wir durch die Tür gehen? Nein. Also müssen wir wahrscheinlich hier wieder hoch. Ich glaube, dass Midna uns hilft. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir sind, oder? Nö. Na? Wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Richtig krass, wie man da springen kann. Übelst krass. Was die alles machen kann mit uns. Ist das ein Troll? Ist das ein Zwerg? Ist das ein Licht? Was ist das? Was ist mit da eigentlich? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir einfach mal mitteilen. Ich habe keine Ahnung, was sie ist. Endlich draußen! Und Sino, wie schön heute
Abend die schwarzen Wolken am Himmel dahin ziehen. Ja, schön, schwarze Wolken sind immer cool. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Also komm jetzt, wir müssen zum Turm da drüben. Warte mal. Da unten geht es noch weiter, oder? Hm, fertig. Ich höre wieder irgendwas Böses. Ist wieder so ein Geist. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hergekommen sind. Die armen Dinger sehen zwar wie schwarze Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Dann verwende doch mal dein Gespür. Was, die können nur die Viecher sehen und nicht mich? Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster? Und was ist hier eigentlich los? Was ist nur los in Schloss Hyrule? Was? Was? Das ist Schloss Hyrule? Wir sind in Hyrule? Ha, dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. Was? Wir sind in Hyrule? Oh Gott. Genau, zum allerhöchsten Turm. Genau da will ich hin. Es gibt eine Person, die ich unbedingt kennenlernen solltest. Was ist in Hyrule? Wir sind in Hyrule? Was? Schieben, ich wollte schieben. Schieben, genau. Mit da hat natürlich wieder keinen Finger. Oh Mann. Ey, ich weiß nicht, dass es die Mitte heißt, ja. Das ist schon bei Fortschritt. Eins habe ich mir wenigstens gemerkt. So. Da, Vogelfieh. Na komm schon. Du willst noch mehr? Dann kriegst du noch mehr. Bats. Was ist das jetzt? Bist du jetzt vorbei? Tot? Ich hoffe es allerdings. So, da drüben ist noch so ein Vieh. Kommst du hier rüber? Ich habe keinen Bock hier runterzufallen. Genau, ja, genau. Hier habe ich richtig viel Platz. Na komm, nochmal her. Uff. So, vorbei. Nein, immer nicht. Was? Willst du mehr Prügel? Okay, kriegst du mehr Prügel. Wie viel kannst du da denn einstecken? Ist der Wahnsinn. Ah! Gott. Na, endlich. Die halten echt viel aus. So, hier können wir nicht lang. Können wir hier lang? Komm schon, wir sind ja bald da. Oh Gott. Flatter, Flatterviecher. Geh weg, Drecksvieh. Kommst du nicht darüber? Hau ab. Na komm her, na komm schon, na komm. Komm. Kriegst du uns niemals. Mann, jetzt stopp doch mal. Jetzt triff doch. Och, Mann, wie? Triff. Was ist das? Ich hoffe. Nein, geht weg. Wir müssen anscheinend hier hoch irgendwie. Hau ab. Alter. Alter, jetzt verschwinde, du scheiß Drecksvieh. Sind wir fast am Ende angekommen mit unserem Leben. Ah, hier geht's rein. Beautiful. Ja, Link, du musst hier runter. Sind hier Herzen drin? Oh, wunderbar. Sehr gut. Oh, wer bist du denn?
Wie sind die Augen voll alt? Mit einer? Ihr erinnert euch also an mich? Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht. Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Das ist nicht voll. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert ist. Klar weiß ich, wo wir sind. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Was? Ihr habt irgendwas angestellt? Ich glaube, das hat er sich redlich verdient. Meine Prinzessin. Prinzessin der Schatten. Du bist ja also die Prinzessin der Schatten, ja? Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jenem Hyrule, dem erstmals die Kraft der Göttin innewohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einem Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Ein schwarzer Schatten. Und ist das nicht... Ist das Zelda? Ist das Zelda? Okay, von Schatten überwältigt. Selbst die Soldaten können nicht mehr dagegen ankommen. Ach, na gut, was soll Zelda auch noch tun? Wer ist das? Bestimmt der Oberboss von den Schattenviechern. Zumindest wie er da läuft. Sieht er zumindest anders aus als die anderen. Trefft eure Wahl. Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Trefft die richtige Entscheidung, Prinzessin. Und sie kapituliert. Zelda hat aufgegeben. Oh nein. Deswegen wurde Hyrule von den Schatten überzogen. Genau aus diesem Grunde. Hyrule brennt. Es ist dem Tode geweiht. Dorfwohner sind alle zu Geister geworden. Finsternis hüllte Hyrule ein. Ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensterhafte Wesen. Okay. Wir müssen das Licht zurückbringen nach Hyrule. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie noch in Furcht vor dem Wesen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Mit der verschlechten Ohnmacht. Zelda. Die Prinzessin der Schatten ist Zelda? Nun mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Eigentlich lebt es sich ja doch gar nicht so schlecht. Ich meine, sind ein paar Schatten mehr in der Welt wirklich so schlimm? Midna, die Wesen der Finsternis versuchen, euer habhaft zu werden.
Sagt mir, warum? Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Oh, voll drauf geklatscht. Flieht, besser solange ihr noch könnt. Gut, da werden wir auch gar nicht länger verweilen. Oh, hier sind Leute Triforce. Und wollen wir auch gleich mal abhauen, bevor die Wachen wiederkommen. Gott. Oh nein, sie kommen! Verdammt, das sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Ah, sie haben es also wieder rausgebracht. Sehr gut. Somit konnten wir ja nicht von den Wachen entdeckt werden. Und? Weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's dir ja versprochen, also bringe ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendetwas Wichtiges vergessen hast? Colin! Ilja! Willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings wirst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage. Nun, denke nur darüber nach. Ach so, eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen. Auch wenn wir aus dem Schatten entkommen sind, hast du dich nicht richtig zurückverwandelt. Woran mag das wohl liegen? Man sieht sich. Ja, und jetzt lässt du mich einfach so alleine, ja. So richtig alleine, ja. Okay. Nein, sie ist immer noch auf uns drauf. Seht ihr das im Schatten? Wenn wir durchlaufen, da ist sie jetzt immer noch auf uns drauf. Und? Was willst du jetzt machen? Dachte zuerst, ich wäre weg. Eins muss ich dir noch sagen. Es bringt nichts, wenn du versuchst, in der Elden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits von Schatten überzogen. Und dort kannst du nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Wenn du deine Freunde also helfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage. Verstanden? Ja. Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du auch brav bist. Und denke nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, ist ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was es heißt. Was willst du tun, während wir hier reden? Breitet sich der Schatten weiter aus. Also los, wir haben wirklich keine Zeit. Na gut, das Schwert für diese seltsame Midna-Prinzessin besorgen, seht ihr dann im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Adieu.